Und weiter geht's, liebe Zuschauer, bei uns im Programm mit Küche und Haushalt. Liebe Zuschauer, wir erinnern uns zurück an den Sommer 2015. Richtig heiße Temperaturen. Fantastisch, wenn man frei hat und ins Schwimmbad gehen kann. Wenn man nicht frei hat oder zu Hause in die Wohnung kommt und es ist eine richtig stickige Hitze, ist das nicht schön. Und deswegen möchten wir Ihnen ganz früh ermöglichen, noch Ventilatoren und Luftkühler abzubekommen, dass es nicht so ein Drama wird wie letztes Jahr, wo es überall ausverkauft war. Der liebe Ralf ist bei mir und hat uns ganz, ganz tolle Artikel mitgebracht. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, schnell zu sein und zu bestellen, denn die ersten Produkte sind mittlerweile schon ausverkauft bzw. schon nachbestellt. Und jetzt viele, viele Artikel lieferbar, deswegen ganz schnell anrufen und bestellen. Und jetzt gehen wir rüber zu Ralf. Lieber Ralf. Ja, und viele, viele haben natürlich letztes Jahr gestöhnt. Richtig. Und haben daraus gelernt und haben gedacht, dieses Jahr decken wir uns rechtzeitig ein. Ich hoffe, Sie gehören auch dazu. Und dann beginnen wir mal mit einem ganz tollen, flexiblen Ventilator, einem sogenannten Deckenventilator. Ja. Und das kenne ich noch von früher. Da hast du diese Eiche Rustikal Lampen bekommen. Da waren vier Lampen dran. Stimmt. Und unten drunter war ein Ventilator. Ich habe einmal in meinem Leben eine solche Lampe versucht zu installieren. Ich bin stundenlang dran gesessen, weil du millimetergenau justieren musstest, damit der Ventilator dann natürlich gerade läuft. Als er dann hing, natürlich sehr, sehr schön, wenn du das anschalten kannst. Wunderbar. Jetzt können wir das natürlich viel einfacher haben mit unserem flexiblen Deckenventilator. Schau mal, das hier ist ganz, ganz einfach von der Technik. Der wird irgendwo an die Decke gehängt. Das könnte sogar draußen auf der Terrasse sein, unter der Pergola. Und dann steckst du ihn ein, 1,90 Meter Kabel haben wir dran. Und dann sorgt der für frische Luft, für bewegte Luft. Und das ist ja oftmals die Kühlung, die mir fehlt. Guck mal, jetzt schalte ich ihn mal an. Siehst du, der wird irgendwo hingehängt. Und den kannst du jetzt nicht krumm hinhängen. Der läuft also nicht unrund, egal wie du ihn hinhängst. Aber da er ja hängt, hängt er sich automatisch geradeaus. Ja? Und so habe ich jetzt darunter, und zwar in einem sehr, sehr weiten Radius, habe ich jetzt hier diese gefühlte Erfrischung. Das ist natürlich fantastisch. Liebe Zuschauer, Sie kennen das bestimmt auch. Deckenventilatoren sind so angenehm. Denn man hat einfach die kühle Luft im ganzen Raum verteilt und es kommt von oben. Ich finde Ventilatoren fantastisch. Ich habe auch in gewissen Bereichen lieber einen Deckenventilator, wie zum Beispiel einen Standventilator, gerade im Schlafzimmer. Kennst du das, wenn du nicht in den Schlaf kommst, wenn es heiß ist? Und da habe ich dann so einen Standventilator gehabt mit einer Oszillation. Fantastisch. Aber man hat immer so das Gefühl, wenn der Ventilator auf dich kommt, oh, Erfrischung und dann schade, wieder weg. Oben drüber hat man das natürlich im ganzen Raum, je nachdem, wo man es platziert und finde ich fantastisch. Ja, ja, natürlich. Und jetzt hast du was angesprochen mit den Standventilatoren. Die sind hervorragend, aber nachts im Schlafzimmer sehr, sehr schlecht, weil, genau, erstens mal wegen dem, was du gesagt hast und zweitens, ich selber habe mir mal einen aufgestellt und zwar direkt auf mich gerichtet. Ja. War dann sehr, sehr angenehm. Was war am nächsten Tag? Ich hatte ein steifes Genick, weil ich mir Zug geholt habe. Das kennen Sie vielleicht auch. Ja. Ja, war dann doch keine so gute Idee. Und jetzt kannst du den einfach unterhalb der Deckenlampe oder irgendwo anders an der Decke überm Bett anbringen und dann wird die Luft gleichmäßig verteilt. Wir kennen solche Deckenventilatoren aus Hotels in Mittelmeerländern. Richtig. Ja, da sind die als Alternative zur Klimaanlage zum Beispiel. Und Klimaanlagen sagen ja viele, oh, die machen mich krank. Ja klar, die Schleimhäute trocknen aus. Und das passiert eben bei einem Deckenventilator nicht. Und du siehst auch den Preis, 9,41 Euro. Wahnsinn. Und ich bitte dich jetzt, den auch mal zu halten. Ja, gerne. Halt ihn mal, ich schalte, nicht erschrecken, du kannst ruhig hier, ja, oder am Kabel, ich schalte ihn jetzt mal an und so hängt er ja dann an der Decke. Und wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt rein theoretisch irgendwo reinkommen würdest, schau mal mit der Hand. Ja, kein Problem. Überhaupt kein Problem, weil das ist alles sehr, sehr flexibel. Ich habe ihn jetzt wieder ausgemacht und es ist zwar wunderbar in der Kühlung, aber nicht so hart, als dass irgendwelche Verletzungen hier passieren könnten. Ja. Und das ist ja auch wichtig. Installation, einfach einen kleinen Deckenhaken irgendwo. Das Kabel natürlich so, dass es nicht mit dem Ventilator kollidiert. Ich glaube, das ist selbstsprechend. Aber mit 1,90 Meter Kabel habe ich genügend Reichweite. Einstecken, anschalten und dann habe ich die notwendige leichte Kühlung, die ich suche. Und liebe Zuschauer, dadurch, dass er so super klein und kompakt ist, können Sie ihn natürlich auch toll mal auf Reisen mitnehmen. In ein Ferienhäuschen, ins Wohnmobil. Denn da braucht man natürlich auch eine Erfahrung.
Erfrischung an heißen Tagen. Jetzt zu bestellen mit der NC 1384 und der 569 für nur 9,41 Euro. Die Aufhängung ist natürlich dabei. Das heißt, Sie müssen nur das richtige Plätzchen finden und können die natürlich auch jederzeit wieder abhängen und mitnehmen. Das ist das Praktische. Eine ganz, ganz tolle Sache, die sofort Erfrischung bringt. Genau das, was wir möchten. Und wir bleiben bei Ventilatoren. Und jetzt kommen wir zu so einem praktischen Tischventilator. Ja, jetzt kommen wir zu einem Problem, zum Beispiel Büro. Ja. Ja, du sitzt mit drei Leuten im Büro. Dem einen ist noch zu kalt. Ja. Ja. Dem anderen, der sagt, das ist genau richtig. Der dritte möchte irgendwie Kühlung. So, jetzt, wie machst du es allen drei recht? Kannst du nicht. Also sorgst du für dich selber, wenn du der richtig bist, dem es zu warm richtig ist. Und hiermit störst du keinen anderen. Das ist wichtig, weil das ist ein Tischventilator. Den stellst du vor dich. Dann siehst du, die Düse hier ist verstellbar. Ich kann mir also den Winkel aussuchen, wie ich hier angepustet werde. Ja. Also dieses gefühlte Kühlung. Ja. Weil es ist ja eigentlich keine Kühlung. Es wird nur die Luft bewegt. Aber das ist wie beim Wind. Der kühle Wind kühlt uns. Ja. Und dann haben wir drei Gebläsestufen hier unten, die ich einstellen kann. Und jetzt gucken wir mal, 1, 2, 3. Und schau mal, wenn wir jetzt nur mal hier haben wir ja so schönes grünes Sachen, wenn wir die davor halten, da sehen wir schon, wie der Wind durchbläst. Mhm. Ja, und das ist extrem erfrischend. Und jetzt, angenommen, du sitzt am Schreibtisch, machst es links oder rechts schön neben dich und jetzt kannst du es einstellen und dann kannst du weiter tippen. Und die deine Nachbarin und die, der eben noch zu kalt ist, die werden überhaupt nicht beeinflusst davon. Das kannst du jetzt hier punktgenau auf dich einstellen. Und deshalb, ich musste gerade ein bisschen grinsen, Ralf, als du das erzählt hast, weil ich weiß, von wem du da genau sprichst. Bei uns in der Firma ist das genau so. Liebe Zuschauer, draußen, wenn es schon 15 Grad hat, haben wir immer noch einige Kandidaten, die mit dem Heizlüfter da sitzen. Ne? Und die anderen, die denken schon, oh, viel zu heiß, ich brauche einen Ventilator. Ja, ich nehme mir Erfrischungstücher und neben mir direkt, ich will jetzt keine Namen nennen, läuft der Heizlüfter. Dann denke ich immer, wow, diese Frau, die hat so, die braucht ein bisschen mehr Wärme. Ja? Richtig. Mhm. Und aber da haben wir natürlich den perfekten Artikel, liebe Zuschauer. Vielleicht geht es Ihnen im Büro oder sogar zu Hause genauso, dass Sie schon schwitzen und vielleicht die Dame nebendran sitzt noch in der Winterjacke da. Da ist natürlich so ein Tischventilator optimal. Eine ganz, ganz tolle Sache, denn Sie haben hier die Möglichkeit, nur den Ventilator auf sich zu richten, wie Sie es auch hier sehen und gerade im Büro. Wir sagen ja immer, wenn man jetzt an heißen Tagen frei hat und man kann ins Schwimmbad, man kann machen, was man möchte, ist das eine andere Sache. Natürlich müssen wir leider auch im Sommer arbeiten. Und deshalb sind es dann so kleine Helferchen, die das dann wieder ein bisschen erträglicher machen. Ja, auf jeden Fall. Es ist eben diese Brise, die du brauchst, um dich besser zu fühlen. Und die kriege ich von meinem kleinen, kompakten Tischventilator. Ich finde, er sieht auch toll aus. Richtig das toll, ist ja so, das ist so Stil, würde ich sagen, 60er Jahre. So Toaster sahen so aus oder ähnliches. Und da geht man ja so Retro-Style. Und das da geht stimmt man ja immer mehr drauf zu. Und wenn es mich dann noch effektiv kühlt, dann ist doch das hervorragend. Und ich denke, ich werde mich hier jetzt noch ein bisschen anpusten lassen. So ein bisschen egoistisch, oder? Ja, heute ist so richtig Frühling ausgebrochen hier bei uns in Baden-Württemberg und dementsprechend heizt sich auch das Studio gleich auf. Und deshalb hole ich mir jetzt diese Erfrischung. Sehen Sie das? Auf ihn gerichtet, ne? Ja, ja, dir ist, doch, ist dir nicht zu warm? Nee. Komm, du kriegst auch ein bisschen ab. Ist das okay? So, ich komme ein bisschen näher. So. So, schön ist auch, er stört nicht vom Geräusch her. Ja, er stört nicht vom Geräusch her, weil er so richtig schön leise ist. Merkst du, man hört natürlich das leichte Bewegen, aber mehr. Aber auch sagen nicht Sie mal, sehen Sie meine Haare fliegen? Das ist die Stufe 1. Warte mal, komm. Ich erhöhe mal 2 und Achtung. Und jetzt sehen wir 3. Mit wehenden Haaren im Wind. Und da sehen wir jetzt, was da wirklich für eine Kraft dahinter hängt. Und je nachdem, wie warm es ist, kann ich es eben super so einstellen, wie toll ich möchte. Ja. Und das ist eben diese Kühlung, die ich mir ab und zu suche. Es gibt ja viele, komm, mach mal die Fenster auf und die Tür, vielleicht kriegen wir Durchzug, dass mal so ein Lüftchen an mir vorbeischwebt, dass ich mal ein klein wenig Erholung habe. Aber das aber ist auch eben Durchzug auch Durchzug muss man aufpassen, ne? Mit dem steifen Nacken. Ja, natürlich, und so. Das ist auch so. Und hier kann ich es eben vernünftig auf mich einstellen, nicht auf den Halsbereich. Wenn Sie einmal einen steifen Hals hatten, wegen dem Zug, reicht ja eigentlich schon 2 Fenster aufmachen richtig im Auto. Ja. Oftmals hätte ich mir als
als Kind übrigens nie vorstellen können, wenn meine Eltern gesagt haben, nicht beide Fenster aufmachen, kriegst du den steifen Hals. Ich habe mir gedacht, was reden die denn? Ich glaube, Kinder kriegen sowas nicht. Ja. Meinst du? Nee, das kommt erst im Erwachsenenalter. Da kriegst du sowas. Vielleicht auch nur, weil du dran denkst, dass du es bekommen könntest. Und dann kommt es auch. Ja, das also, könnte natürlich sein. Aber liebe Zuschauer, Sie haben hier wirklich die perfekte Lösung für einen leistungsstarken Tischventilator, vielleicht fürs Büro, dass Sie auch in den heißen Tagen richtig arbeiten können und trotzdem eine kühle Erfrischung neben sich stehen haben. 16,06 € mit der NC 5768 und der 569. Bestellen Sie das, liebe Zuschauer. Wir haben es letztes Jahr mitbekommen, überall ausverkauft. Deswegen dieses Jahr ein bisschen früher dran denken. Natürlich, wenn man es noch stärker haben möchte im Büro oder auch zu Hause, dann muss es schon so ein richtiger Standventilator sein. Und den haben wir jetzt hier. Ja, hier haben wir einen richtig großen mit 40 cm. Hier, also du siehst es hier, XXL Raumstandventilator. Ja. Und das stimmt. Und hier haben wir natürlich auch wunderbar drei Stufen, die ich einstellen kann. Und wenn du jetzt mit deinen Haaren wieder davor gehst und ich gebe mal hier per Fernbedienung den kompletten Speed. Geh ruhig mal. Jetzt haben wir den dritten. Sollen wir von hinten ja, ganz egal. Lassen? Guck mal. Siehst du? Und jetzt kannst du hiermit eben wunderbar kühlen. Oh, das ist toll. Also auch mal im Wohnzimmer aufstellen, bitte auch nicht direkt auf sie, sondern den Luftzug an ihnen vorbeipusten. Und dadurch hat man dann natürlich die perfekte Kühlung. Fernbedienung mit dabei. Und schön finde ich, ich kann hier auch einen Timer einstellen. Oh. Also angenommen, du benutzt den Ventilator jetzt auch im Schlafzimmer. Ja. Dann kannst du sagen, komm, pust mal noch 2 Stunden. Aha. Und dann gehst du automatisch aus. Das macht er dann. Ich finde, er sieht auch richtig schick aus. Ja, ich kann selbstverständlich hier auch die Neigung verändern, dementsprechend in welchem Winkel ich möchte, nach oben, nach unten. Und auch die Höhe kann ich verstellen, indem ich einfach mal ein Mittelstück rausnehme. Und dann haben wir hier also verschiedene Höhen, wie ich die mag. Das kann ich auch einstellen. Und ich find's eine tolle Sache, sehr, sehr angenehm. Sieht schön aus. Und so ein toll designter Ventilator, der passt auch wirklich in jede Wohnung. Da und hast du absolut recht, ja. Auf noch eins, oftmals hat man Probleme, gerade wenn man kleine Kinder oder Haustiere hat, ja. Das Ventilator, wenn man so einen Standventilator hat, gerade mal auf 3 so Füßchen steht. Stimmt. Und der fällt dann um. Den kannst du mal versuchen umzuwerfen. Soll ich mal? Ja, du brauchst, guck mal, siehst du das? Ah, siehst du das? Der hat einen unglaublich großen, stabilen Fuß. Und da steht er drauf und den kriegst du einfach nicht umgeschmissen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hast es gesagt, er sieht wunderschön aus. Also gerade bei Ventilatoren, da gibt es ja riesen Unterschiede. Da gibt es manchmal Ventilatoren, da denkt man, oh nee, das muss man nicht in seiner Wohnung haben. Hier dieser wunderschöne Ventilator in schwarz gehalten, wie vielleicht auch viele Technikgeräte bei Ihnen. Und so sieht das natürlich richtig schick aus. Und ich zeige Ihnen das jetzt nochmal, was Ralf mir gerade gezeigt hat. Dieses Schucken, das habe ich noch nie gesehen bei einem Ventilator. Schauen Sie mal hier. Der steht bombensicher. Da brauchst du also gar keine Sorgen zu machen. Weil, guck mal, so ein Riesenfuß, der hat auch 40 cm Durchmesser. Und je größer der Fuß, desto stabiler ist natürlich auch der Stand. Die Bedienung ist natürlich auch am Gerät möglich. Hier haben wir 3 Tasten. Einfach die Timer-Funktion an, aus und natürlich auch die Geschwindigkeit einstellen. Mhm. Aber bequemer geht das natürlich vom Sofa. Da sehen wir es nochmal, die 3 Stufen. Und auch den Timer hier auf 1, 2 oder 4 Stunden einstellbar, wie lange er denn laufen soll. Nach dieser Zeit schaltet er automatisch ab. Ventilatoren mit 3 Geschwindigkeitsstufen habe ich schon gesehen. Ventilatoren mit einem Timer habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, das ist das Schöne hier nochmal mit dazu. Also, dass ich hier eben einstellen kann, wie lange er noch laufen soll. Und gerade nachts, also gerade wenn ich im Schlafzimmer einen Ventilator mit reinnehme, da kommen wir auch wieder zur Problematik. Zu heiß, manche vertragen Klimaanlagen nicht, also musst du irgendwie kühlen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte einfach nur bewegte Luft, also diesen leichten Luftzug, dann stellst du den ein, dass er praktisch knapp übers Bett fegt. Ja? Und dann hast du dieses Gefühl von dieser leichten Kühlung, von der leichten Meeresbrise, von der man ja normalerweise träumt. Liebe Zuschauer, das kennen Sie bestimmt auch, wenn Sie im Urlaub sind oder auch irgendwo hier sind und es ist richtig heiß, aber dann kommt so ein Wind und dann denkt man, oh, ist das angenehm. Genau dieser Effekt hat natürlich der Ventilator. Und wenn Sie nicht direkt angepustet werden möchten, ist das auch kein Problem. Sie können den ja eben neigen und da können Sie ihn dann auch einfach vielleicht höher neigen, dass er nicht direkt auf Ihr Bett gerichtet ist, sondern ein Stück oben drüber. Also Sie haben so viele Möglichkeiten und Sie haben es gesehen, XXL Standventilator, also richtig groß und richtig stark.
Eine fantastische Sache. Und jetzt steht hier, man kann den sogar im Winter benutzen. Ja, selbstverständlich. Dann wälzt er praktisch das Warme. Dann stellst du ihn irgendwann in die Heizung, stellst ihn auf Stufe 1 und dann verteilt er natürlich viel, viel schneller die warme Luft auch im Raum. Das ist also interessant. Und hier kommt natürlich von der Ausrichtung, du könntest ihn jetzt nach oben stellen. Ja. Und dann würde er die warme Luft schneller nach oben transportieren und die würde sich schneller im Raum verziehen. Also das ist natürlich auch möglich für mich, Ventilator, natürlich zur Erfrischung im Sommer. Und das ist auch der Haupteinsatzpunkt. Aber wenn er im Winter auch noch hilft, ist das ja perfekt. 47,41 €, liebe Zuschauer, für einen XXL-Raumstandventilator mit der Fernbedienung und sogar dieser tollen Timer-Funktion. NX7302 und die 569, liebe Zuschauer, schnell sein. Gerade bei diesen Artikeln. Sie sehen, es kann manchmal richtig, richtig schnell gehen. Und obwohl die Temperaturen noch nicht so hoch sind momentan, haben wir viele unserer Luftkühler schon ausverkauft, aber sofort nachgeordert. Das heißt, auch bei unserem nächsten können Sie sich jetzt schon auf die Bestellliste schreiben und dann werden Sie sofort berücksichtigt bei der nächsten Auslieferung. So, jetzt haben wir einen Riesensprung, weil bis jetzt haben wir nur von bewegter Luft gesprochen, bei unseren drei Ventilatoren. Die machen nichts anderes als eine kühle Brise. Jetzt sprechen wir aber auch von Kühlung. Ja. Und das ohne Klimaanlage, weil wir hatten es ja gerade am Anfang schon, Klimaanlagen vertragen viele Menschen nicht. Weil Klimaanlagen kühlen nicht nur, das machen sie natürlich hervorragend, sondern entziehen auch Luftfeuchtigkeit. Richtig. Und hier haben wir ein ganz, ganz anderes Prinzip. Hier arbeiten wir mit Luftfeuchtigkeit. Mhm. Das heißt, wir halten mit diesem Gerät die Luftfeuchtigkeit in einem angemessenen Rahmen. Jetzt schalten wir einfach mal ein. Schau mal, hier haben wir auch drei Stufen des Gebläses. Da vorne ein großzügiges Gebläse. Da sehen wir es. Ich gehe jetzt mal auf Stufe 3. Wir machen es gleich volle Pulle. Und jetzt sehen wir, die Lamellen richten sich und genau in diese Richtung bläst jetzt also der Wind. Jetzt habe ich hier aber auch eine Swing-Funktion. Und wenn wir draufbleiben, werden Sie sehen, jetzt verteilt sich das. Oh, 120 Grad ist jetzt der Abdeckungswinkel. Jetzt habe ich wieder dieses Gefühl der Kühlung durch bewegte Luft. Aber jetzt kommen wir zum Zusatz, der hier drin ist. Und das ist hier ein kleiner Schalter. Da steht cool drauf, also kühlen. Und das passiert jetzt absolut gesunde Kühlung, weil wir arbeiten hier mit einem physikalischen Prinzip. Und zwar machen wir uns hier das physikalische Prinzip der Verdunstungskälte. Machen wir uns hier zu nutzen. Mhm. Musst du dir vorstellen, vielleicht hattest du es mal irgendwann in Physik. Bei Verdunstung entsteht eine sogenannte physikalische Verdunstungskälte. Ja. Die ist 2 bis 3 Grad kühler als die Umgebung. Okay. Das ist übrigens auch genau das Prinzip Schweiß. Nicht nur das Wasser kühlt, sondern auf deiner Haut, sondern das verdunstet. Und dadurch kommt die Kühlung auf deiner Haut durch den Schweiß. So, dieses Prinzip wird sich hier jetzt zu nutzen gemacht. Wir haben unten einen großen Wassertank und zwar mit 6 Litern Wasser. Ja. Einfaches Leitungswasser machst du da rein und sobald du hier diese Kühltaste drückst, wird dauerhaft ein klein wenig Wasser verdunstet. Und zwar sprechen wir hier von 140 Milliliter pro Stunde. Toll. Und das heißt, immer wieder wird dadurch, durch diese physikalische Verdunstungskälte, wird die Luft gekühlt. Und so hast du jetzt das, was vorne rauskommt, ist nicht nur bewegte Luft, sondern auch um 2-3 Grad abgekühlte Luft. Und das ist es oft, was dann wirklich hilft. Denn man sagt ja oft auch jetzt 2-3 Grad weniger. Das wäre schön. Genau das ist es, Ralf. Mhm. Manchmal ist es wirklich nur so, wenn man zum Beispiel 28 Grad hat, 25 Grad, 24 Grad ist eine Riesenerleichterung. Und hier mit diesen tollen Luftkühlern, mit der Wasserkühlung, liebe Zuschauer, ist das genau so regelbar. Und das ist fantastisch. Sie haben diese Ventilatorenfunktion auf 3 Stufen. Sie haben diese tolle Oszillation, also dass sich alles im Raum verteilt. Und dann eben noch diese Kühlung. Und ich habe gehört, Ralf, umso kühler das Wasser, umso kühler wird dann auch die Luft. Du kannst jetzt hier natürlich noch das Wasser mit dem kleinen Trick noch ein bisschen kühler machen. Machst ein paar Eiswürfel mit rein. Ah, das geht auch. Dann hast du noch einen höheren Kühleffekt. Das müssen Sie einfach ausprobieren, wie es für Sie richtig ist. Aber hier ist ganz, ganz wichtig, dass die klimatischen Verhältnisse sich kaum verändern. Mhm. Und eher zum Vorteil. Die Luftfeuchtigkeit wird noch ein bisschen hoch gemacht. Jetzt kommen wir noch mal zu den Klimaanlagen. Da kommen wir an dem Vergleich kommen wir heute einfach nicht dran vorbei. Klimaanlage entzieht Feuchtigkeit. Okay. Ja, das heißt also, die Luft wird auf jeden Fall trockener und natürlich auch merklich gekühlt. Und wenn man jetzt in so einen
Kühlstrahl der Klimaanlage steht, dann wird man krank. Das ist einfach so. Da braucht man auch nicht so empfindlich sein. Ich meine, schlaue Leute stehen dann nicht direkt in den Kühlstrahl, sondern richten den auch woanders hin. Aber hier kannst du jetzt stundenlang davor sitzen, hier in diesem Bereich, und du wirst nicht krank werden, sondern du hast einfach nur dieses Gefühl der angenehmen Kälte. Was wir hier auch noch sehen, wir sind sehr flexibel. Den kann ich also mit mir nehmen, wohin ich will. Der ist sehr klein und kompakt. Und damit jetzt und zum Beispiel unterm Bürotisch. Wunderbar. Oh. Ja? Oder im Wohnzimmer neben dem Sofa einfach mal auf mich und meinen Partner gerichtet, ist das hervorragend. Also du siehst, eine tolle, tolle und vor allem gesunde Alternative zur Klimaanlage. Ein absoluter Bestseller, liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV. Und jetzt zu bestellen mit der NX 1302 und der 569 nur 66,41 €, liebe Zuschauer, für so einen tollen Luftkühler. Gleich anrufen und sich auf die Liste setzen, liebe Zuschauer. Dann werden Sie bedacht und sofort bei der nächsten Lieferung bekommen Sie dann Ihren tollen Luftkühler nach Hause. Jetzt haben wir einen Luftkühler, der hat es mir wirklich angetan. Der kann nämlich noch ganz schön viel mehr, ne? Richtig, also wir sind erstmal wieder beim gleichen Prinzip. Wir haben den Ventilator hier eingebaut, den wir in 3 Stufen einschalten können. Mhm. Und du siehst hier auch natürlich wieder diese Lamellen. Das heißt, auch hier können wir die Oszillation von links nach rechts also einstellen. Aber wir haben hier noch viel, viel mehr Funktionen. Aber nochmal, Verdunstungsluftkühlung, physikalische 2 bis 3 Grad kühlere Luft wird hier rausgepustet. Und wenn wir jetzt mal aufs Display oben schauen oder auch auf die Fernbedienung, weil das Ganze ist natürlich auch per Fernbedienung zu bedienen, können wir jetzt hier einfach, wir fangen mal hier, wir müssen in der Mitte anfangen. Wir müssen in der Mitte anfangen mit dem Speed. Mhm. Ja? Also ich stelle ihn jetzt mal ein. Auf den höchsten Moment anmachen natürlich, on, off. Und jetzt gehen wir mal auf die höchste. Siehst du, low, middle, high. So, jetzt schalten wir die Swing-Funktion an. Und jetzt wird die Luft wieder gleichmäßig verteilt. Jetzt können wir hier auch wieder einen Timer einschalten. Das heißt, du kannst dem sagen, komm, wenn du im Schlafzimmer benutzt, lauf mal noch 2-4 Stunden, dann gehst du automatisch aus, dann macht er das. Und jetzt kommen wir hier, hier haben wir noch neue Sachen, nämlich hier erstens mal Ion, das ist hier ein Kurzzeichen für Ionisator und das kennen wir von den Luftreinigern. Das ist also gleichzeitig noch ein Luftreiniger, denn hier wird die Luft mit Anionen angereichert und diese Anionen bekämpfen Gerüche, Pollen und alles Mögliche. Fasern, Staub sehen wir hier noch, natürlich auch das. Und die Luft wird eingezogen, wird hier aber gleichzeitig nicht nur gekühlt, sondern auch gereinigt und kommt nach vorne wieder raus. Und das heißt, das macht das zum Ganzjahresgerät. Da ist ein Luftreiniger mit drin. Richtig. Das braucht man natürlich auch im Winter, liebe Zuschauer. Genau, und jetzt kann ich den irgendwo hinstellen und kann ihn, und du siehst auch, der ist sehr, sehr flach, wenn wir ihn mal drehen. Schau mal, sehr, sehr flach gebaut. Das heißt, der passt wunderbar. Der braucht auch hinten kein Anzugsfeld. Mhm. Also ich kann den ruhig an die Wand stellen. Super. Und dann arbeitet der ganz, ganz zuverlässig und bringt mir eben diese Kühlung, die ich möchte, in dem Raum, den ich mir abkühlen möchte. Und wir müssen wieder vergleichen mit Klimaanlagen. Eine vernünftige Klimaanlage hat so um die 2000, 2500 Watt. Mhm. Und wenn die mal 10 Stunden läuft, dann siehst du das wirklich in der Stromrechnung. Und die Strompreise, die steigen ja immer. Hier haben wir jetzt im Vergleich 65 Watt. Das ist weniger als ein 1/30. Ja? Ja. Das musst du dir jetzt mal vorstellen. Und dementsprechend auch weniger Energieverbrauch. Also 65 Watt, das ist so ungefähr gleich wie ein Ventilator hat. 50 Watt. Oder eine frühere Glühbirne, die einfache, die hatten 60 Watt. Das ist der Stromverbrauch, den auch dieses Gerät hat. Ja? Wahnsinn. Ralf, ich höre gerade, wir sind auf den letzten Stückzahlen. Liebe Zuschauer, auch hier bei einem richtig tollen Gerät, liebe Zuschauer. Sie haben gehört, Ventilator, Luftkühlung, Ionisator, also ein Luftreiniger ist dabei. Ein Gerät, das Sie ganz jahres einsetzen können und im Sommer natürlich die Erfrischung bringt, auf die Sie gewartet haben. Wir sind auf den letzten Stückzahlen, deswegen muss ich jetzt mal kurz dazwischen funken und Ihnen gleich die Möglichkeit geben zu bestellen. Also ganz schnell anrufen, wenn Sie dieses tolle Gerät haben möchten. Schon in wenigen Tagen kommt es dann zu Ihnen für nur 113,91 € mit der NX 1302.
08, Entschuldigung, und der 569. Ja, und ganz viele, schnell anrufen. Viele haben ja letztes Jahr den Fehler gemacht. Die haben gewartet, richtig, bis es so heiß war. Ja. Selbst wenn sie dann noch ein Gerät irgendwo bekommen haben, haben sie 3-4 Tage warten müssen, bis es geliefert wurde. Ja. Das heißt, 3-4 Tage länger leiden. Ja. Ja. Und das kannst du jetzt einfach im Vorab schon mal abklären. Du holst dir diesen Luftkühler, wenn es denn der sein soll. Wir haben ja 3 Modelle heute von diesen Luftkühlern. Holst dir den und wartest. Freust dich auf die heißen Tage. Dann brauchst du nicht mehr stöhnen, weil du weißt, Wetter geht ja in 3 Phasen. Stöhnen über schlechte Wetter, sagen, endlich wird es warm, ja, und dann stöhnen über das warme Wetter. Ja, das sind bei jedem die 3 Phasen. Und hier kannst du dich eben dann auch übers warme Wetter freuen, kannst dir es zu Hause schön gemütlich kühl machen in einem angenehmen Klima. Liebe Zuschauer, ich war letztes Jahr leider auch einer der nicht so Schlauen, die keinen mehr abbekommen hat. Dieses Jahr ganz schlau, ich habe gleich 2 Geräte mitgenommen. Einmal dieses hier, weil das möchte ich haben für mein Schlafzimmer. Ich möchte es haben auch im Winter durch diesen tollen Luftreiniger. Und für 113,91 € können Sie hier alles richtig machen. NX1308 und die 569 für unseren tollen Verdunstungsluftkühler mit diesem tollen Ionisator, der Ihre Luft reinigt, und Sie werden in Ihren 4 Wänden dann gereinigte Luft einatmen. Ein ganz wichtiges Thema. Meine zweite Wahl fiel auf dieses Gerät. Ja, und da musst du jetzt aber ein bisschen Geduld haben, weil der ist schon wieder vergriffen. Ja. Aber der kommt Ende Mai wieder, also kurz vor der Riesen-Kühlperiode. Ja. Und ich denke, auch diesen Sommer wird es richtig heiß, definitiv, werden. Deshalb, wenn Sie bei der nächsten Lieferung dabei sein wollen mit diesem wunderbaren großen Luftkühler, ja, dann müssen Sie jetzt gleich reagieren. Wir sehen natürlich, der ist schon etwas größer, hat hier jetzt eine Leistung von 180 Watt. Das heißt also im Vergleich zu unseren vorherigen Modellen die dreifache Leistung. Mhm. Natürlich auch ein bisschen mehr Stromverbrauch, aber im Vergleich wieder zu Klimaanlagen 2000 ist das weniger als ein Zehntel. Wahnsinn. Ja. Und hier sehen wir mal diese Gebläseleistung. Auch hier kann ich die einstellen natürlich auf 3 Stufen. Das Ganze am Display, wie wir sehen, aber oben drüber steht auch die Fernbedienung, also alle Funktionen sind auch mit der Fernbedienung hier ganz leicht vom Sofa aus oder auch vom Bett aus einzustellen. Mhm. Und denkbar, es ist wirklich idiotensicher, sagt man so schön, weil das Bedienfeld ist ganz, ganz einfach. Ein, aus. Ja? Mhm. Und dann haben wir hier Speed, das sehen wir am Ventilator, mit 3 Stufen. Ich gehe jetzt mal auf die höchste Stufe. So, Oszillation, also das Drehsymbol, das heißt, hier wird es jetzt im ganzen Raum wieder von links nach rechts verteilt. Und jetzt kommen wir hier wieder zu den interessanten oder noch interessanteren Sachen. Mhm. Hier können wir jetzt wieder die Kühlung einstellen, also diese physikalische Verdunstungskälte. Und das heißt, auch hier haben wir einen Wassertank. Richtig, und zwar einen richtig großen, 20 Liter. Wow. Und wenn ich den jetzt so auf volle Pulle laufen lasse, mhm, dann verdunstet der pro Stunde 500 Milliliter. Mhm. Das heißt, ich komme mit einer Tankfüllung, in Anführungsstrichen, weil das ist ja nur Leitungswasser, komme ich 40 Stunden Dauerbetrieb hin. Wow. Ja? Also da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass man alle paar Stunden hier mal nachfüllen muss, jeden zweiten Tag. Aber den lässt du ja auch nicht 40 Stunden am Stück laufen. Nee. Der läuft mal tagsüber ein paar Stunden oder nachts im Schlafzimmer. Wie lang kannst du durch die wunderbare Timer-Funktion auch einstellen. Mhm. Und wenn wir die jetzt mal drücken, die Timer-Funktion, siehst du jetzt eine Stunde, 2 Stunden, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bis zu 8 wow. Stunden. Bis zu 8 Stunden kannst du hier vorprogrammieren, Wahnsinn, wie lange er noch laufen soll. Und zwischendrin, und den schalten wir jetzt auch mal ein, sehen wir dieses Bäumchen. Und Bäume stehen ja immer für gute Luft. Richtig. Klar, natürlich, weil Bäume für unseren Sauerstoff sorgen. Ja. Und hier steht das für den Ionisator, wenn ich den einschalte, werden jetzt wieder Anionen freigesetzt, die die Luft zusätzlich noch reinigen. Und das ist wirklich ganz, ganz interessant für Leute, die nicht nur unter der Hitze leiden, sondern eben auch Allergien haben. Stauballergien, mhm, oder dann auch Pollenallergien. Ja. Viele fliegen ja im Frühjahr, aber es gibt auch noch im Sommer so die eine oder andere Pollen, ja, auf das leider der ein oder andere allergisch reagiert. Richtig. Und hier haben wir die Möglichkeit, diese eben zu minimieren, gleichzeitig Gerüche zu eliminieren. Und schön finde ich hier, dass wir trotzdem
dieser Größe und dieser Kompaktheit und dieser Leistungsstärke sehr flexibel sind. Guck mal, ich kann den also am Platz drehen, ich kann ihn hinter mir herziehen an diesen Halteregeln und kann ihn einfach in den nächsten Raum mitnehmen, super, vom Wohnzimmer zum Beispiel nachts dann ins Schlafzimmer. Und wenn du jetzt mal vorne dran, die Hand vorne dran hältst, dann merkst du diese, spürst du diese merkliche Kühlung. Ja? Oh, Wahnsinn! Hier geht es jetzt wirklich nur, wieder nur um 2 bis 3 Grad. Aber das ist genau das, nach was man lechzt in so richtig heißen Tagen. Und hier durch diesen Luftkühler hat man ja auch wieder die Möglichkeit, ohne krank zu werden, direkt davor zu sitzen. Jetzt muss ich sagen, ich bin Gott sei Dank umgezogen, aber ich habe letztes Jahr im Sommer in einer Dachgeschosswohnung gewohnt, mit schlecht isoliert. Da war unglaubliche Hitze. Dort hätte ich es mit diesem Luftkühler auch nicht geschafft. Da hat nur eine Klimaanlage geholfen. Ja? Aber ansonsten, wenn du keine so extrem großen Fensterwände hast oder schlecht isolierte Dachwohnung, dann hilft dieser Luftkühler dir über die heißen Tage hinweg. Und wer jetzt einen will, muss jetzt gleich zugreifen, denn selbst von der nächsten Lieferung ist schon ein Großteil wieder ausverkauft. So ist es. Und ich stehe auch schon auf der Warteliste, liebe Zuschauer. Deswegen machen Sie mit, ganz schnell anrufen und bestellen. Ein fantastischer Luftkühler durch diesen praktischen Ionisator, auch wieder im Winter einsetzbar. Ventilator, 3 verschiedene Stufen einzustellen, Luftkühlung dazu, Luftreiniger. Ein ganz tolles Gerät mit der NC 5769 und der 569 jetzt vorzubestellen. Und dann werden auch die heißen Tage angenehm.